Hallo meine Lieben, heute habe ich wieder ein neues Video für euch und heute möchte ich euch gerne ein paar sehr gehypte Neuheiten zeigen und euch erzählen, was ich so davon halte. Ich habe sie alle bereits getestet und dann würde ich sagen, starten wir auch direkt mit diesem Video und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Wir starten mit diesem Produkt von Essence. Das ist ein Liquid Highlighter aus dem neuen Essence Sortiments Update. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, dass ich euch vor ein paar Wochen den Blush aus dieser Reihe gezeigt habe, ist ja gar nicht so leicht daran zu kommen. Wenn ihr die Produkte bisher immer nicht in euren DM-Filialen finden konntet, dann würde ich euch empfehlen, mal bei Rossmann vorbeizuschauen. So ist es zumindest bei mir bisher immer gewesen. Wenn es Produkte gab, gerade von Essence oder Catrice, die in beiden Drogerien erhältlich sind und wenn diese dann bei DM ausverkauft waren, habe ich sie häufig bei Rossmann gefunden. Aber muss natürlich auch nicht so sein. Bei dieser Reihe war es jetzt aber wieder so. Hier waren beispielsweise alle Produkte auch erhältlich, also alle Blush-Farben, alle Highlighter. Ich habe jetzt hier die Highlighterfarbe 10 gewählt. Das ist so ein Champagner-Bronzeton. Also ist nicht komplett hell, ist aber auch nicht wirklich dunkel. Und aufgetragen auf den Wangen wirkt er dann doch auch um einiges eisiger als auf dem Handrücken. Man kann ihn aber gut verblenden. Er lässt sich sehr gut einarbeiten. Ich finde auch, dass er gerade beim ersten Auftrag ziemlich natürlich wirkt. Fast schon ein bisschen zu natürlich, beziehungsweise hatte ich ein bisschen das Gefühl, dass irgendwie nicht so viel Produkt da rauskommt. Ich bin schon mehrfach rübergegangen, damit man auch einfach ein bisschen was gesehen hat. Könnte aber auch daran liegen, dass ich den Schwamm einfach noch ein bisschen einarbeiten muss, damit der auch vollständig von Farbe überzogen ist. Deshalb fand ich das Produkt bisher in Ordnung, aber es hat mich jetzt noch nicht so mega überzeugt. Kommt vielleicht noch. Außerdem habe ich ein neues Parfüm getestet von Lipsy London, wenn ich es richtig ausspreche. Das ist die schwarze Variante, gibt es auch in rosa. Diese Variante hier riecht etwas orientalischer, etwas süßer. Die andere blumig oder fruchtig. Sieht toll aus, sieht besonders aus. Ja, hat natürlich so schon einfach einen Eyecatcher-Effekt. Ich sprühe das Ganze hier einmal mit euch zusammen auf. Das ist einfach ein Duft, der gerade anfangs sehr pudrig, sehr süß, fast so ein bisschen fruchtig auch noch riecht. Also das ist, denke ich, so eine, ja, schöne orientalische Note, die da durchkommt. Allerdings nicht so schwer, nicht so würzig auch. Wie gesagt, geht eher in so eine pudrig-süße, fruchtige Richtung. Ich habe den auch in der Filiale getestet und fand den da eben ganz schön, beziehungsweise hatte ich den am Anfang aufgetragen, bin dann durch die Filiale gelaufen und habe immer wieder dran geschnuppert und dachte so, ach doch, das könnte was für mich sein. Hier zu Hause, muss ich jetzt sagen, habe ich den Duft irgendwie schnell nicht mehr wahrgenommen. Also man hat ihn so eine halbe Stunde gut gerochen. Danach musste ich doch echt immer ganz schön doll an die Stellen gehen, an denen ich den aufgetragen hatte, um den überhaupt noch zu riechen. Das ist natürlich auch kein besonders teurer Duft, aber ich finde, das muss man vielleicht trotzdem wissen, wenn man am Kauf überlegt. Ansonsten finde ich die Duftnote in Ordnung. Irgendwie hat sie mich auch in der Filiale mehr überzeugt als zu Hause. Außerdem habt ihr vielleicht bereits gesehen, dass Lifen ein neues Produkt rausgebracht hat. Das habe ich jetzt auch schon häufiger auf Instagram begutachtet. Das ist so interessant, weil es eine Zahnbürste ist, eine elektrische Zahnbürste, die aber eine Besonderheit hat, die keine andere elektrische Zahnbürste hat, soweit ich weiß, beziehungsweise war mir das bisher noch nicht so bekannt. Und ihr wisst ja, dass ich den Lifen-Föhn einfach liebe. Der ist so gut und ich sag euch, jeder oder jede, die hier bei uns zu Besuch ist und diesen Föhn benutzt, die sind jedes Mal so beeindruckt, auch Freunde. Also es sind nicht nur Frauen, es sind auch Freunde von uns, die uns diese Rückmeldung geben. Und das hier ist, wie gesagt, die neue Zahnbürste. So sieht die aus. Die ganze Verpackung wirkt natürlich schon super edel und erinnert auch an, ja, so eine bestimmte Firma, ne? In der Verpackung ist das Aufladekabel enthalten, die Zahnbürste natürlich und drei Aufsätze. Alle Aufsätze haben aber eine andere Funktion. Also entweder eine besonders schonende Reinigung, eine besonders weißende Reinigung, eine besonders starke Reinigung. Ich habe hier den blauen Aufsatz drauf. Dann habt ihr die Möglichkeit, unterschiedliche Modi auszuwählen. Ihr könnt in den Flugmodus gehen. Ich habe diese Zahnbürste jetzt schon so gute anderthalb Wochen in Anwendung und bisher ist der Akku nicht annähernd leer gegangen. Also der ist noch oder wirkt noch voll geladen, hat auch noch gar nicht gemeckert oder so. Das ist ein Touch-Knopf, auf den ihr draufdrücken müsst. Also ihr müsst nicht zu viel Druck ausüben, aber auch nicht zu wenig. Und wenn ihr dann drückt, geht das Ganze an. Und hier seht ihr vielleicht auch schon, was diese Zahnbürste so besonders macht. Der Bürstenkopf hat eine 60-Grad-Oszillation. Das heißt, er bewegt sich
mit. Und ihr müsst keine rührenden Bewegungen, rotierenden Bewegungen im Mund ausüben, sondern das übernimmt eure Zahnbürste dann sozusagen für euch. Die Zahnbürste kann mit einer App verbunden werden, muss sie aber nicht für all diejenigen, die das nicht mögen. Aber über die App könnt ihr dann halt die Modi noch so ein bisschen individualisieren. Ansonsten funktioniert das aber, wie gesagt, auch alles ohne App. Und diese 60-Grad-Oszillation ist an die Bassputzmethode angepasst bzw. aufgrund dessen entwickelt worden. Vielleicht sagt euch diese Technik etwas. Das ist die Technik, die eben Erwachsenen empfohlen wird, damit man die Zahnzwischenräume reinigt, aber auch die Zähne sozusagen vom Anfang des Zahnfleischs an. Und man darf aber eben nicht zu stark rotieren, bzw. der Bereich, die Oszillation darf nicht zu groß sein, aber auch nicht zu klein. Also sonst kann man eben entweder Zahnfleisch verletzen oder es ist einfach nicht so effektiv. Und auf Grundlage von Testungen und Ergebnissen wurde jetzt eben diese 60-Grad-Oszillation als der beste Bereich oder die beste Oszillation ja herausgefunden. Ich drücke gar nicht stark auf beim Putzen und habe trotzdem das Gefühl, dass die Zahnbürste einfach echt ihren Job macht und alle Stellen putzt, die geputzt werden müssen. Natürlich sollte man sie trotzdem bewegen und an die Stellen führen, die geputzt werden müssen. Also so weit ist sie dann auch wieder nicht. Aber die Zähne fühlen sich echt sauber damit an. Wie gesagt, man kann die Modi auch ändern, falls euch das Ganze zu stark ist. Und ich finde, dafür ist der Preis sehr, sehr gerechtfertigt. Also der ist auch im Vergleich zu anderen Zahnbürsten echt nicht allzu hoch. Die Zahnbürste schaltet sich irgendwann übrigens automatisch ab, damit einfach Akku gespart wird. Und es gibt auch mehrere Designs davon. Ich verlinke euch die einfach mal in der Infobox. Ich habe ja auch einen Code, der auf den Föhn gilt. Der müsste eigentlich auch auf die Zahnbürste gelten. Ich packe euch das nochmal alles in die Infobox und blende euch das hier ein. Weiter geht's mit diesem Produkt. Das ist eine Neuheit von Balea. Ein Schimmerfluid. Generell sind die Schimmerfluide von Balea ja immer sehr im Hype. Ich weiß, dass Balea jeden Sommer wieder eine Schimmer- bzw. eine Sommeredition auf den Markt bringt. Habe jetzt aber in den vergangenen Sommern festgestellt, dass es doch immer wieder Reihen sind, die sich wiederholen sozusagen. Also die Düfte der Reihen sind nicht mehr besonders neu, leider. Auch hier ist es so. Der Duft kommt mir bekannt vor, beziehungsweise den Duft hatte eine Sommeredition von Balea vor 1, 2, 3 Jahren schon mal. Ich trage euch hier einmal das Bodyfluid auf. Dieser Sprühkopf beziehungsweise dieser Pumpspender ist super unpraktisch, weil das Produkt, ihr seht es ja, richtig komisch rausgeschossen kommt. Jetzt sieht der Schimmer natürlich super, super schön aus. Richtig, richtig stark, ist auch so leicht getönt. Wenn man das Ganze dann einarbeitet, dann verfliegt der Schimmer und es wird eher ein Glitzer auf der Haut. Hier seht ihr jetzt wahrscheinlich nicht mehr so viel. Man nimmt noch so einen leichten Glow wahr. In bestimmten Lichtverhältnissen dann sieht man aber, dass so ein paar Partikel richtig anfangen zu glitzern. Aber wie gesagt, es sieht nicht mehr richtig nach Schimmer aus, sondern eher nach etwas stärkeren Glitzerpartikeln. Aber auch hier ist es so, dass eben das Licht dafür richtig sein muss, damit man die überhaupt wahrnimmt. Finde ich persönlich gar nicht so schlecht, weil man das Produkt so nicht überdosieren kann, zumindest nicht zu schnell überdosieren kann. Und im Sommer ist das Licht ja meistens so, dass die Sonne auf bestimmte Partien gut scheint und die Glitzerpartikel vermutlich so auch sichtbar werden. Ich bin leider erkältet, wie ihr es vielleicht hört, schon wieder. Ja, mein Immunsystem hat es einfach gerade noch nicht geschafft, sich komplett wieder aufzubauen. Aber ich nehme den Duft gerade auch nicht mehr richtig wahr. Ich kann ihn euch jetzt nur noch aus Erinnerung beschreiben, weil ich ja gesagt habe, dass der einer anderen Sommerreihe von Balea sehr ähnlich riecht. Das ist so ein ja eher cremig, frischer, leicht blumiger Duft. Soll nach Blumen auch riechen, denke ich mal. Steht hier jetzt gar nicht drauf. Ich denke, das ist einfach eine Geschmackssache hier. Dann habe ich hier noch einen Lipgloss von Catrice. Der ist nicht mehr ganz so neu, aber auch krass im Hype. Sehe ich immer wieder auf Instagram. Das ist die Farbe 020 aus dieser Marbleicious Reihe. Er enthält also einen Mix aus mehreren Farbnuancen. Also hier ist zum Beispiel ein etwas dunkleres Rosa bzw. Pink drin, dann ein Hellrosa und Weiß. Zumindest diese Farben nehme ich so wahr. Man sieht auch beim genauen Hinschauen so ein paar goldene Schimmer-Glitzerpartikel. Ich trage ihn auch gerade auf den Lippen, habe ihn auch nochmal zusammen mit euch nachgetragen. Da sieht man schon, dass der Lipgloss eher in diese Pink-Richtung geht, nicht so super rosa wirkt. Ich hätte ihn noch so ein bisschen heller vermutet, hätte es auch wahrscheinlich noch ein bisschen besser gefunden, wenn er noch so ein bisschen heller gewesen wäre. So finde ich ihn aber auch nicht schlecht, vor allem, weil ich den Gloss auf den Lippen ganz schön finde. Der Gloss ist jetzt natürlich auch nicht so super lange,
haltbar, also er trägt sich auch recht schnell ab, aber es ist ganz süß. Außerdem gibt es noch eine Neuheit von Charlotte Tilbury, das ist ein Cleanser, beziehungsweise ein Cream to Foam to Milk Cleanser. Mit Hyaluronsäure und Peptiden unter anderem soll die Haut mit Feuchtigkeit versorgen, sie reinigen, Poren reduzieren und auch das Make-up abbekommen. Leider habe ich hier jetzt keine Inhaltsstoffliste drauf. Ich werde die gleich nochmal suchen. Ich habe den jetzt erstmal so getestet. Also ein Schaum wird er auf meiner Haut nicht. Vielleicht hier der Hinweis, nicht unbedingt auf trockene Haut auftragen, so wie ihr es vielleicht von Reinigungsöl oder Reinigungsbalsam gewöhnt seid. Zumindest ist bei mir dann dieser Schaumeffekt nicht entstanden. Ist von der Textur her schon recht reichhaltig, wirkt so ein bisschen cremig. Ist auch, zumindest würde ich sagen, auf den ersten Blick parfümfrei. Allerdings ist meine Nase ja auch gerade ein bisschen zu. Deshalb schaue ich mal, ob das alles wirklich so stimmt. Stimmt nicht, es ist Parfüm enthalten, sogar auch gar nicht so wenig, also lässt sich so in der Mitte der Inhaltsstoffliste finden. Ansonsten findet man aber Urea, was ich gut finde, Allantoin ist drin, finde ich auch gut. Hyaluronsäure sehe ich jetzt erstmal nicht, sondern Natriumhyaluronat. Shea-Butter ist mit drin, Aloe Vera-Saft, so ein paar Öle. Das ist alles nicht schlecht, also der ist schon reichhaltig. Proteine lassen sich auch finden. Fühlt sich auch so ein bisschen fettig auf der Haut an, lässt sich aber gut abwaschen. Also wenn man ihn dann in Verbindung mit Wasser bringt, wird er eher so seifig oder fühlt sich seifig an. Ich meine, es gibt durchaus teurere Produkte von Charlotte Tilbury und das, was ich bisher von ihm mitbekommen habe, finde ich auch in Ordnung. Also bisher kann ich da jetzt nicht meckern, aber ich würde sagen, trotzdem gibt es auch gute, günstigere Cleanser. So, und dann habe ich hier noch einen Lippenbalsam von Essence, auch aus dem neuen Essence-Sortiment. Das ist ein Super Balm Glossy Lip Treatment. Also ich habe davon sehr viel erwartet, auch weil ich den eben so oft überall gesehen habe. Soll bis zu 10 Stunden für Feuchtigkeit sorgen, Vitamin E und Shea-Butter enthalten. Ich finde auch der, oh, jetzt rieche ich wirklich gar nichts mehr, riecht so ein bisschen süßlich, so ein bisschen blumig. Also so habe ich hier auch noch den Duft in Erinnerung. Ist aber so ein Duft, den ich ein bisschen milchiger erwartet habe, also so ein bisschen cremiger. Also mir fast ein bisschen zu aufdringlich in der Nase. Der Applikator ist ganz schön, der ist schön breit. Das Produkt an sich ist auch recht dickflüssig, wie ihr seht. Allerdings ist es auch ein Produkt, was sich recht schwer auf die Lippen legt, nicht so gut einzieht, sich so ein bisschen unangenehm auf den Lippen anfühlt, weil es schnell auch in die Lippen kriechen bzw. in den Mund kriechen kann, dadurch, dass es eben nicht so gut einzieht. Ansonsten ist es aber reichhaltig, es ist pflegend, das stimmt. Ich würde aber nicht sagen, dass dieser Balsam jetzt 10 Stunden für Pflege und Feuchtigkeit sorgt. Also dafür hat er sich dann doch recht schnell abgetragen, gerade dadurch, dass er eben nur aufliegt. Vielleicht habe ich das jetzt aber so wahrgenommen und andere von euch finden den richtig gut. Lasst mich das gerne wissen. Ich werde ihn auch gerne weiter testen. So, meine Lieben, und das war's dann mit dem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn das so ist, lasst mir doch super gerne einen Daumen nach oben da. Und nun wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss.